Einen wunderschönen guten Morgen, Freunde. Heute gibt es zu ziemlich früher Stunde schon ein kleines Vlog-Video, und zwar es ist Unboxing-Time. Ja, ich meine, ich weiß, was drin ist. Ich habe natürlich auch schon meine Adresse und alles unkenntlich gemacht. Nichtsdestotrotz lasse ich euch dran teilhaben. Und dafür... Ja, so geht's. So, ein kleines unscheinbares Paket. Mein Unboxing-Teil. Huch. Da kommt gleich auch wahrscheinlich der kleine Troll ins Bild. So. Ja, komm. So. Pfoten weg von der Schere. Ey, ein Karton voll mit Papier. Schnipseln. Wir gehen und zwar erstmal hier dran. Haha. Cam Plus von LG. Spätestens jetzt wissen einige schon, was drin ist. Und zwar mein neues Handy. Und zwar ein LG G5. Ich hatte vorher das G3, das verabschiedet sich aber immer mehr, so langsam. Da ist nichts. Dann wird hier runter auch nichts sein. Ja, so. Das verabschiedet sich langsam immer mehr und der kommt weg. So. Einmal Handy, einmal Kameraabteil. Ja, wie gesagt, LG G5. Ich hatte vorher das G3. Bin sehr zufrieden mit LG. Entschuldigung. Ja, Siegel ist noch drauf, wie man sehen kann, und intakt. Ich bin sehr zufrieden mit LG gewesen eigentlich. Vor allem ist es nicht ganz so teuer und nicht ganz so aufgepusht wie Samsung oder Apple. Und dementsprechend, ja, habe ich mich fürs LG entschieden. Hä? So, also ihr seht, das LG G5 hat diese lustige, hat ein Unibody, ist ein Unibody-Gerät, hat dieses lustige Teil hier, was man rausmachen kann, das mit dem Akku. Und da ist es auch schon. Ich habe mir gedacht, das Ganze jetzt mal in Silber, sieht vielleicht schicker aus als immer nur dieses dunkle schwarze, wie auch immer. So, das ist das Gerät. Dazu im Vergleich das G3 tut sich nicht viel von der Größe her. So auch noch mal von hinten. Ich finde, das G5 sieht echt wesentlich besser aus. Sie hat schon fast diesen iPhone oder Apple, diesen Samsung Charakter. Ziehen wir das mal aus dieser Folie hier so runter. Schön. Da ist übrigens die Erklärung drauf, wie man das Ganze rausnimmt. Und zwar scheinen da Knöpfe an der Seite zu sein. Oder zumindest einer. Scheint dann wohl dieser zu sein. Da. Ich hoffe, man kann ihn irgendwann erkennen. Stopp. Da so ist der Knopf. Und wenn ich den jetzt drücke. Aha. Haha, ja, das ist der Vorteil von diesem Unibody-Gerät hier, diesmal. Und wie geht das dann weiter, wenn man es raus hat? Einfach auseinanderziehen, ach, bestimmt über diesen kleinen, metallenen, kupferfarbenen, bronzefarbenen Druckknopf. Wenn ich den drücke... Nö. Nö. Naja, spielt ja jetzt auch keine Rolle. Auf jeden Fall, ihr seht, es ist Unibody, aber trotzdem mit Wechselakku. Schieben wir mal nicht ganz rein, wenn ich gleich nochmal brauche. Was haben wir jetzt hier noch so Lustiges drin? Quick Start Guide. Klassisch Akkugerät. Das sind wahrscheinlich dann die lustigen Kopfhörer.
Ja, das sind Kopfhörer. Einfach nur mal kurz so gezeigt an dieser Stelle. Kleines Tool, wahrscheinlich um SIM-Karte einzusetzen. So, das war das an dieser Stelle. Räumen wir den ganzen Kappes hier wieder rein. Ich finde das übrigens sehr cool mit dieser Aufklappfunktion hier. Gut. Bauen wir das wieder zusammen. Stellen wir es weg. Den Kappes legen wir auch beiseite. Jetzt haben wir noch das Cam Plus hier. Real Camera UX. Dieses Gerät ist ein Kameragerät, also ein Kamerazusatzteil, dass man die Smartphone-Kamera einhändig benutzen kann. So habe ich das zumindest verstanden. Anleitung. Anleitung. Da ist es auch schon. Und zwar wird, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe im Netz, genau. Also ihr seht, das ist so ein Teil hier, ja. Da sind ganz viele kleine Knöpfe und ein Rad dran. Und da ist auch wieder diese Vorrichtung hier dran. Und zwar heißt das im Klartext, ich hole mir den Akku hier raus. Stecke ihn quasi hier rein. Schiebe das Ganze wieder zusammen. Ja, so. Jetzt hat das Handy natürlich hier hinten so einen fetten Klotz am Balg, aber damit habe ich das besser in der Hand und habe hier mit den Druckknöpfen und Dingern hier Zoom, also quasi richtige Entschuldigung, richtige Tasten fürs Fotografieren, Filme drehen und sonstiges. So, jetzt nur noch die Frage, wie das, na, komm schon. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist dann doch ein bisschen schwierig. Das hier irgendwie richtig ohne Probleme rauszukriegen. Ihr seht schon, das geht jetzt nicht so einfach. Ja. So, das ist das dazu. Das sind jetzt halt Kamera und also Kameratool und Handy. Gucken wir mal kurz in den Quick Start Guide hier rein, ob das da etwas besser erklärt ist, wie man das einbaut. Ich hoffe, man hört den Hund da nicht im Hintergrund quietschen. Das wäre echt mega ätzend. Da. Halten Sie den Akku und das Modul mit beiden Händen und trennen Sie in Pfeilrichtung voneinander. Ja. Also im Prinzip doch nur ziehen, aber irgendwie, das ist so stramm, dass ich da ein bisschen Angst habe. Freunde, also ich weiß nicht. Laut Dingens hier ist das nur so ein Abziehen. Mein Gott. Das ist aber schön. Jetzt wollte ich mal kurz gucken. Die Druckknöpfe bewirken hier gar nichts. Also ich habe gedacht, da sind... Ihr seht hier außen. Wartet, so. Hier außen diesen kleinen Messingpunkt und da auch. Und da innen drin diese helleren Plastikteile jetzt, ja. Ich hatte gedacht, wenn ich die Knöpfe drücke, täte sich da was. Tut sich aber nicht. So, also im Prinzip, ihr seht, ne, ich habe trotzdem einen Wechselakku, auch wenn ich ein Unibody-Handy habe. Kann das an dieser Stelle dann jetzt hier
quasi reinklicken, setze das Ganze hier rein, zack, und habe nun mein Kameragerät und hupsa, zack, erste Macke drin. Schon alles erledigt wieder. So, dann ziehen wir das nochmal raus. Ah, ab dem ersten Mal ist es dann doch ein bisschen einfacher, oder es liegt jetzt am Gerät. Nö. Okay. So. Zack. Starten wir das Ganze mal und gucken uns an. Bim. LG. Das habe ich auch. Warum habe ich mich jetzt fürs LG G5 entschieden und nicht für ein Samsung oder ähnliches? Ja, wie schon gesagt, ich finde iPhone und Samsung mittlerweile so abgehoben irgendwo. Ja. Aber auch genauso gut, nicht nur abgehoben, sondern auch echt mega schweinemäßig teuer. Das ist bei den LG-Geräten noch nicht ganz so extrem. Und ich finde es einfach, es sieht, ganz ehrlich, wenn ich mir das ans Ohr halte, ja. So hier halb verdeckt, ja. So irgendwie. Wer sieht im ersten Moment, dass das ein LG-Gerät ist und kein Samsung oder sonstig so im Vorbeifahren? Im Vorbeigehen, Entschuldigung. Man fährt ja nicht beim Auto, man telefoniert ja nicht beim Autofahren. So. Ihr seht, Android ist starting. Welcome. Nein, wir möchten gerne, auch wenn ich das nicht gerade schlecht drin bin. Ich. Esstisch. Nee, ich möchte, also nicht Esstisch, sondern Esstisch, also aus Estland. Wir wollen natürlich Deutsch. Das überspringen wir jetzt einfach mal mit der SIM-Karte. Wi-Fi und so machen wir auch später. Kein Internet überspringen. Datum und Uhrzeit. Heute ist der. Was ist denn heute? Der 9.7. Und wir haben 8 Uhr. Da ist die 8. 49. Weiter. Das müsst ihr jetzt gerade mal nicht sehen. Mal Vor- und Nachname ein. Weiter. Ihr seht, schützen Sie jetzt, also ihr seht es nicht, aber ich zeige es euch mal so. Schützen Sie Ihr Telefon. Das Gerät hat Fingerabdrucksensor, PIN, Muster oder Passwort oder gar keinen Schutz. Wir lassen mal den Fingerabdrucksensor. Fügen Sie Ihren Fingerabdruck hinzu. Müssen auch Backup-Bildschirmsperre-Verfahren wie NOC-Code, Muster-PIN oder Muster-PIN oder Passwort einrichten. Also, NOC-Code hatte ich gehabt, das ist ganz lustig, du klopfst in einem bestimmten Muster hier 1, 2, 3, 4 oder so aufs Display und dann wird das Ganze entsperrt. Muss man nicht unbedingt haben. Machen wir mal weiter, was jetzt hier passiert. Scheiße. Muster. Nee, kein Muster. So. Ich mache das jetzt mal gerade ganz einfach. So. Falls Sie Muster vergessen haben, geben Sie die Backup-PIN ein. Boah. In einer Backup-PIN nehmen wir mal das. Ja, passt. Und passt auch. Benachrichtigung, Sperrbildschirm. Lassen wir mal auf so wie es ist. Scannen Sie Ihren Fingerabdruck. Ein- und Aus-Taste heben und platzieren Sie Finger mehrfach.
Aha. Also ihr seht schon, das Ganze funktioniert quasi wie beim iPhone. Hey, cool. Gut. Jetzt könnte man noch weitere Finger hinzufügen. Mache ich jetzt mal nicht. Ja, weiter. Ey, komm, ich habe keinen Nerv mehr hierzu. Ja. Ach komm. Fertig. Ich wollte euch jetzt einmal gerne die Oberfläche zeigen. Typische Android-Oberfläche. Jetzt zeigt er mir natürlich Tipps an mit allem. Allen LG bla. Also, das ist die Oberfläche dann jetzt, ja. So sieht die Benutzeroberfläche im Moment nach Starten aus. Hier oben ist die Geschichte für Schnellfunktion und Beleuchtung. Na. Und, na, komm schon. Ach, das ist der Home-Button, ich Idiot. Menü. Ich bin gerade doof. Ich finde das Menü nicht. Naja, gut. Das ist es. So sieht's aus von allen Seiten. Mit klassischem Kopfhöreranschluss noch und hat auch nie Field Communication. Ich denke, es kann auch diesen Capture-Gedingens nehmen, also sprich, dass ich von Gerät aus direkt auf den Fernseher oder ähnliches streame. Joa. Guten Tag. Das war's an dieser Stelle zu meinem Unboxing und Vorstellung des LG G5 plus dem optionalen Kamerateil. Ich zeige euch beides nochmal. Hier so lustig drin. Da so. Na, Kamerateil, Handy. Ich bedanke mich fürs Zuschauen bei euch. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da oder einen Kommentar. Bis demnächst. Ciao.